Gut, die kardiopulmonale Stauung, das ist ein Thema, das wirklich sehr eng mit dem Röntgenthorax verbunden ist. Da ist es eigentlich der Röntgenthorax die Methode der Wahl, um das auch zusammen natürlich mit klinischen und Laborparametern im Notfall zu beurteilen. Die Stauung wird eingeteilt, zumindest radiologisch, in drei Grade. Und der Grad 1 ist die simple intravasale Druckerhöhung letztlich in den Venen der Lunge. Grad 2 ist dann das Ausdringen von Flüssigkeit ins Interstitium aus den Gefäßen, das sogenannte interstitielle Ödem. Und der Grad 3 ist dann das Stauungsödem als Stauungsinfiltrat, also alveoläres Ödem, das dann eben das Maximalbild der kardialen Dekompensation darstellt. Der Pleuraerguss folgt meistens erst mit einer gewissen Verzögerung, ist also jetzt nicht unbedingt bei der akuten Dekompensation immer zu sehen. Aber bei chronisch herzinsuffizienten Patienten ist es eigentlich ein ja, sehr häufig gesehenes Begleitkriterium für die Stauung. Das ist eine Stauung Grad 1. Sie erinnern sich, dass ich vorhin auf die Unterschiede in der Gefäßverteilung zwischen Stehen und Liegen hingewiesen habe. Hier ist natürlich jetzt im Stehenbild die Umverteilung, das Zeichen der Stauung. Das ist im Liegen nicht zu differenzieren. Da haben wir ja aufgrund der Gravitation sowieso die kranialen Gefäße weiter und stärker abgrenzbar. Also die Stauung Grad 1 ist eine Diagnose, die Sie nur im stehenden Röntgenbild machen können. Grad 2, da sehen Sie eben den Austritt der Flüssigkeit ins Interstitium und das ist eben durch diese feinretikuläre Zeichnung zu erkennen. Gleichzeitig dann auch eben durch verdickte Bronchialwände, sogenanntes Bronchial Cuffing und auch am Rand das vorwiegend eben, wenn die Stauung länger anhält, auch so feine Linien senkrecht zur Pleura, die sogenannten Curly B-Linien. Das sind Kriterien eben des interstitiellen Lungenödems bei der Stauung Grad 2. Und hier sehen Sie auch den begleitenden Pleuraerguss, vor allem in der lateralen Aufnahme. Dann, wenn es etwas stärker wird, dann wird eben das Ödem auch kräftiger. Man sieht hier schon die Curly-Linien sehr deutlich und man sieht hier jetzt gerade um die zentralen Bronchien und Gefäße Unschärfe. Da beginnen schon Infiltrate letztlich, um die bronchiovaskulären Bündel auszutreten. Und wenn das, wenn man das dann weiterverfolgt, dann ergibt sich so ein schmetterlingsförmiges Ödem, wie Sie es hier sehen. Letztlich. Also das fängt dann um die Hili herum an als Stauungsinfiltrat, flächiger Art, so wolkig sieht es aus, dann sich darzustellen. Und das ist eben dann das stauungsbedingte alveoläre Lungenödem.